Mit meinem dritten Kaffee versuche ich heute durch diesen grauen und regnerischen Tag durchzupowern. Und heute gibt es endlich das lang ersehnte Strickvideo über meine bisher gestrickten Teile und weitere Tipps. Falls ihr das noch nicht kennt, ich habe ein Video zum Stricken für Anfänger, Stricken lernen gemacht. Da rede ich über all meine Anfänge. Ich bin jetzt, ich würde sagen, schon eine ganze Weile dabei. Also ich stricke jetzt circa seit einem Dreivierteljahr. Und würde sagen, ich bin so fortgeschrittene Anfängerin wahrscheinlich. Aber wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, habe ich super viele Fragen beantwortet, die insbesondere für AnfängerInnen relevant sind. Und das werde ich euch unter dem Video verlinken. Das hat dieses Thumbnail und da findet ihr noch viele weitere Antworten. Aber weil ich regelmäßig noch so viele weitere Fragen, insbesondere zu meinen Strickteilen, bekomme, wollte ich heute nochmal über einige meiner Projekte spezifisch reden, spezifisch meine Tipps dazu geben, zu der Wolle, Sachen, die ich gelernt habe, jetzt wo ich schon eine ganze Weile stricke und so weiter. Ich werde euch bei dem Video auch hier so Timestamps machen, beziehungsweise auch unten in der Videobeschreibung kann man dann da so draufklicken und dann springt ihr zu den bestimmten Parts des Videos. Wenn ihr was finden wollt oder irgendwie eine bestimmte Antwort sucht, ist es so hoffentlich dann ein bisschen einfacher und ich würde sagen, wir können dann eigentlich auch anfangen. Falls ich irgendwas doch nicht beantworte, könnt ihr super gerne auch in den Kommentaren noch fragen und schreiben oder euch auch gegenseitig ein bisschen helfen. Ich habe auch nicht die Antwort auf jede Frage, weil ich halt, wie gesagt, selbst auch noch Anfängerin bin. Ich habe festgestellt, dass super viele von euch entweder durch mich oder generell mit dem Stricken angefangen haben. Das macht mich mega, mega happy, weil ich finde, das ist das gemütlichste Hobby, was man haben kann und dabei irgendwie Serie schauen oder Hörbuch hören kann und sich dabei noch richtig produktiv fühlt, wenn man was mit seinen Händen macht. Und ich finde, das ist so meditativ. Ich habe es einfach so, so lieben gelernt, obwohl ich tatsächlich, als ich angefangen habe, nicht dachte, dass es mir gefallen könnte. Bin da irgendwie mehr oder weniger zufällig reingerutscht und habe es absolut lieben gelernt. Deswegen, wenn ihr Lust drauf habt, probiert es echt mal aus. Am Anfang muss man sich ein bisschen reinfinden, üben, aber man findet eine Lösung und dann macht das echt so, so viel Spaß. Kleiner Reminder, dass ich sehr viele Details auch schon mit euch in meinem Strick-Highlight auf Instagram geteilt habe. Also da findet ihr auch immer viele Infos. Aber natürlich kann ich hier in so einem YouTube-Video noch viel detaillierter erzählen. Unter anderem auch, wo ich meine Strickinspiration bzw. meine Strickanleitungen her habe. Bisher habe ich nur Sachen von Petite Knit gestrickt. Das ist ein Strick-Instagram-Account bzw. eine Website, wo man Anleitungen kaufen kann. My Favorite Things Knitwear ebenso und Les Filles du Coeur. Die haben auch eine Website, wo man Anleitungen von denen kaufen kann. Und auch Anleitungen kostenlose gibt es ganz viel bei Garnstudio. Das heißt garnstudio.de. Und da gibt es ganz viele Strickanleitungen, die direkt auf der Website sind, kostenlos. Und auch bei Pinterest findet man einiges, wenn man einfach irgendwie Pullover, Knit, Pattern, Free eingibt, dann findet man da einiges. Aber ich habe, wie gesagt, bisher diese gekauften von Petite Knit, My Favorite Things Knitwear und so weiter gekauft und fand die auch sehr gut. Die waren alle deutsch, was ich auf jeden Fall einfacher fand als Englisch oder mir einfacher vorstelle als Englisch und auch sehr gut beschrieben. Mein Equipment oder Online-Shops, wo ich Sachen bestelle, waren bisher hauptsächlich lieblingsgarn.de und wollplatz.de, glaube ich. Da habe ich unter anderem auch mein Nadelset her von Lieblingsgarn. Ich habe das von Chiago und bin damit super zufrieden. Ich finde diese, ich glaube irgendwie Red Lace Metall oder so Set heißt das. Das ist mit diesen roten Kabeln. Ich finde das so, so gut. Da hat man sehr viele verschiedene Stricknadelgrößen und verschiedene Kabelgrößen, die man dann da dran schraubt. Richtig praktisch beim Stricken. Man muss aber nicht ganz so viel Geld ausgeben. Ich finde das Set wirklich richtig gut. Aber es gibt auch etwas günstigere Möglichkeiten, nämlich wenn man von Knit Pro bei Lieblingsgarn kann man einzelne Nadeln und Kabel von Knit Pro bestellen. Und dann eben nur genau das, was man braucht. Aber ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, dass man Nadeln kauft, wo man das Kabel abschrauben kann und tauschen kann, weil voll oft braucht man bei einem Projekt halt verschiedene Kabellängen, einfach um, hier braucht man engeres, beim Körper braucht man weiteres, aber man braucht dieselbe Nadelstärke. Und wenn man dann halt immer Nadeln mit der Länge einzeln kauft, ist das halt viel teurer, als wenn man die einfach abschrauben kann. Deswegen würde ich das auf jeden Fall immer empfehlen, weil dann
kauft man das nicht alles doppelt und dreifach. Und Wolle kaufe ich eigentlich fast ausschließlich bei Drops, beziehungsweise von Drops. Drops hat, ist an sich kein Versand, Online-Versand, sondern einfach nur eine Wollmarke. Die haben super viele verschiedene Wolltypen. Hier habe ich zum Beispiel Alpaka Bouclé, Cotton Merino, Merino Extra Fine. Sehr, sehr viele verschiedene Wollarten. Alle von der Marke Drops, beziehungsweise deren Website ist Garnstudio. Aber kaufen muss man diese Wolle eben in bestimmten Läden. Ich weiß aber gar nicht, ob es das in Deutschland überhaupt gibt, in Läden. Beziehungsweise online bei eben Wollplatz, Lieblingsgarn. Es gibt auch noch viele weitere Websites. Die Websites findet man bei Garnstudio, also bei Drops. Auf deren Website sind die dann so verlinkt, wo man welche Wolle kaufen kann. Und darüber gehe ich dann eigentlich immer, wo die gerade verfügbar sind. Aber die Wolle kann ich sehr empfehlen. Nur für den Grauen, da habe ich andere Wolle verwendet. Dann hatte ich die Frage gesehen, wie halte ich meine Nadeln und Faden? Und auch wenn das eigentlich eine Anfängerfrage ist, wollte ich die gerne noch hier für euch beantworten, weil ich glaube, das macht jeder auch ein bisschen unterschiedlich und ich zeige euch das einfach mal. Ich schiebe mir erstmal mein Projekt hier vorne an die Nadeln. Und ich persönlich mache das so, dass ich meinen Faden um den kleinen Finger lege und dann um den Zeigefinger zweimal wickle, manchmal auch dreimal. Und dann kann ich so stricken. Ich zeige es euch nochmal von oben. Also ich habe hier den Faden in der linken Hand, lege den hier so über den kleinen Finger und dann so um den Zeigefinger und kann dann so das Strickstück führen. Und ich finde, so hat man irgendwie eine ganz gute Spannung, aber gleichzeitig auch nicht eine zu krasse Spannung und kann ja so ganz gut arbeiten. So mache ich das. Als erstes zeige ich euch mal, was ich momentan mache, nämlich die Septembermütze. Da habe ich gerade erst angefangen und sie hat mich schon einige Male zur Verzweiflung gebracht. Ich habe von Petite Knit auch schon die Mütze, die Weekend-Mütze gestrickt und die ist leider ein bisschen zu klein geworden. Das war aber auch mein allererstes Projekt, da war ich noch nicht so ganz geübt und ja, who knows, warum das so gescheitert ist. Auf jeden Fall mache ich die jetzt nochmal. Und zwar stricke ich die mit der Cotton Merino von Drops und der Alpaka Silk, Brushed Alpaka Silk von Drops, Pink. Und so sieht man schon ein bisschen, wie das zusammen aussieht. Ich finde das eine ganz schöne Kombination. Und die Septembermütze wird in Patent gestrickt, im Patentmuster. Und das hat mich auf jeden Fall ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Also ich würde mich nicht für ein Patent, eine Patentanleitung entscheiden, wenn ihr gerade erst anfangt. Das ist jetzt gerade meine neue Challenge. Und nachdem ich ungefähr 7 Anläufe gebraucht habe, habe ich es jetzt so weit und es sieht gut aus. Und es sieht so aus, als könnte ich sofort fahren und mache keine Fehler mehr. Deswegen yay for that. Ich versuche immer irgendwie ein bisschen was Neues zu lernen mit jeder Anleitung. Und Patent war auf jeden Fall ein bisschen ein Struggle, aber das kriege ich hin und es wird eine coole Mütze. Ich finde die nämlich richtig hübsch und deswegen beiße ich mich da durch. Wenn ich mit der Drops-Wolle stricke, dann ist das eine andere Wolle als die, die die Anleitungen empfiehlt, weil ich meistens halt wie gesagt mit Drops stricke und nicht mit dem genau, was in der Anleitung steht. Suche mir aber immer Wolle, die ähnlich ist zu der Wolle, die in der Anleitung empfohlen wird. Und wie ich das mache, ist, dass ich mir die Wolle von der Anleitung anschaue und da steht dann zum Beispiel 50 Gramm sind gleich 150 Meter Länge. Bedeutet ja, dass 50 Gramm ein Knäuel 150 Meter sind. Das heißt, ich suche mir eine Wolle, die 50 Gramm auf 150 Meter hat oder ungefähr 150 Meter. Da kann man eigentlich immer ein bisschen abweichen. Meistens haben die auch mehrere Vorschläge, da versuche ich dann immer so in der Mitte zu liegen und gucke dann noch, ob die vielleicht auch ähnliche Materialien hat. Also wenn die zum Beispiel mit Alpaka-Wolle stricken, dann versuche ich auch, was mit Alpaka zu finden. Zum Beispiel, wenn das halt eine Anleitung ist, die mit Kaschmir ist, dann bin ich jetzt so, ja okay, Kaschmir mag ich mir jetzt nicht leisten. Ich habe jetzt keinen Bock, 15 Euro für einen Knäuel auszugeben und dann eine Mütze für 100 Euro zu stricken. Da stricke ich dann mit irgendwas anderem. Aber ja, genau, darauf achte ich immer so ein bisschen. Und zum Beispiel, die Mütze wird ja auch mit 2 Fäden gestrickt, also mit dem und dem in Kombination. Das heißt, ich suche was, was dann zu der einen Wolle passt und zu der anderen Wolle passt, weil in der Anleitung wird auch mit 2 Fäden gestrickt. Einmal einem dünneren, fluffigeren und einmal einem etwas dickeren Faden. Und genauso mache ich das auch.
Das heißt, so Wolle austauschen finde ich ist eigentlich echt kein Problem, solange man darauf achtet, dass die ähnlich ist. Was ich noch nicht gemacht habe, ist die Nadeln auszutauschen. Also ich stricke eigentlich immer mit den Nadeln, die in der Anleitung angegeben werden. Allerdings, wenn man die Maschenprobe macht und die nicht hinhaut, dann soll man eigentlich die Nadeln ändern. Habe ich bisher noch nicht gemacht, weil die Maschenproben bei mir eigentlich immer ganz gut gepasst haben. Aber Maschenproben sind auf jeden Fall wichtig, um herauszufinden, ob man ähnlich fest oder locker strickt oder auch mit der Wolle klarkommt, die die Person in der Anleitung gemacht hat, weil sonst sind ja die Größen ganz anders. Also wenn die Person 10 Maschen hat und das sind 10 cm und bei mir 10 Maschen aber nur 5 cm sind, dann ist ja mein Strickstück am Ende nur halb so groß, weil ich stricke ja mit den Maschenangaben aus der Anleitung. Deswegen ist die Maschenprobe mega wichtig. Bei der Maschenprobe ist es auch sehr wichtig, die so zu stricken, wie das Strickstück gestrickt wird. Sage ich mal, hier mein Pullover ist glatt rechts gestrickt. Das heißt, ich mache die Maschenprobe auch glatt rechts. Wohingegen bei der Mütze, die ist im Patent gestrickt. Das heißt, man sollte auch die Maschenprobe in Patent stricken. Und was einige sogar auch machen, das habe ich schon mal gesehen, ist, dass sie die Maschenprobe blocken. Das heißt, dass sie die Maschenprobe... Ich erkläre nachher nochmal genau, was Blocken ist, aber da kann sich der Faden nochmal ein bisschen verändern und die Größe ein bisschen verändern. Das habe ich auch schon gesehen, dass Leute das gemacht haben. Habe ich bisher noch nicht gemacht, weil es eigentlich eh immer gepasst hat. Aber ja, könnte man machen, wenn man sich unsicher ist. Auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wie versteht man Anleitungen? Da habe ich nämlich voll viele Fragen zugekriegt. Und das Allerwichtigste ist echt, dass man ganz, ganz, ganz in Ruhe liest und so richtig langsam. Weil ich hatte das mehrmals, als ich das gelesen habe und war so, ich weiß gar nicht, was da jetzt gemeint ist. Aber wenn man dann Schritt für Schritt durchgeht, dann versteht man eigentlich schon meistens, okay, erst mache ich das, dann macht man das, dann liest man erst weiter und dann kommt man irgendwo wann dahinter, wie das genau gemeint ist. Was ich ansonsten auch sehr gerne mache, wenn in der Anleitung irgendwas steht, wie stricke zwei Maschen rechts zusammen. Und ich nicht weiß, was die genau damit meinen, dann gebe ich das bei YouTube ein. Zwei Maschen rechts zusammen stricken oder Maschen rechts zusammen stricken, irgendwie sowas. Und finde dazu eigentlich immer YouTube-Videos, die das dann zeigen und erklären. Oft haben Anleitungen auch Anleitungsvideos oder so Zeigevideos verlinkt dazu. Das finde ich auch sehr praktisch. Und ja, manchmal ist es auch wirklich sehr, sehr in Ruhe lesen. Ich gehe jetzt gleich auf noch ein paar Details aus den jeweiligen Anleitungen ein, die ich gestrickt habe, weil ich auch zu dem Le Fil du Coeur Streifencardigan immer wieder Fragen kriege und selbst auch, als ich den gestrickt habe, immer mal wieder gestruggelt habe. Deswegen wollte ich da ein paar Sachen drauf eingehen, die, glaube ich, vielen helfen werden, die den stricken wollen, weil ja, man mit der Anleitung vielleicht ein, zwei Fragen aufkommen. Als allererstes reden wir über mein erstes Strickstück, nämlich den Louisiana Sweater. Und der war mein allererstes großes Projekt nach der Mütze, die zu klein geworden ist. Habe ich mich direkt an diesen Pullover gewagt. Und das ist ein Raglan, sieht man hier, gestrickter Pullover, top-down. Also ich habe hier oben angefangen und bin auch sehr zufrieden mit diesem Ding. Ich finde, der ist super schön. Die Anleitung ist von Petit Knit, der Louisiana Sweater. Der wurde auch für Anfänger empfohlen. Ist glatt rechts gestrickt in Runden, auch in einem Stück. Ich kann ihn wirklich sehr empfehlen für AnfängerInnen. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat, war der Kragen. Der hat mir nämlich, als ich den als erstes gestrickt habe, nicht gefallen. Und dann habe ich bei meinem ersten Strickstück direkt eine richtig krasse Operation durchgeführt. Und das war cool. Ich habe mir dazu ein YouTube-Video angeguckt. Es hat geklappt, wie man sieht. Der Pulli hat sich nicht aufgedribbelt, aber das war auf jeden Fall eine mutige Aktion. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, von Anfang an, für alle, die die Anleitung stricken wollen, dass ihr von Anfang an für das Rippchen hier oben und auch hier unten und an den Ärmeln kleinere Nadeln nehmt. Also ich glaube, der Pulli ist in 9 mm Nadeln gestrickt und das Rippchen irgendwie in 8 oder 8,5 sogar. Und ich habe das letztendlich in 6,5 hier gestrickt, weil ich das fand, dass es sonst viel zu wulstig war. Und ich muss auch sagen, der Kragen zum Beispiel von diesem Pulli gefällt mir so viel besser, wie der anliegt und wie der sitzt, als der. Ich mag den trotzdem, aber das ist auf jeden Fall was, worauf ich irgendwie achten würde, dass
ihr das ein bisschen anders macht, weil der halt wieder in der Anleitung ist. Man sieht es schon auch auf den Bildern. Bei ihr sieht es aber irgendwie trotzdem ganz hübsch aus auf den Bildern. Bei mir war das einfach nur so eine riesige Wulst und das fand ich komisch. Deswegen, ja, das ist so eine Empfehlung, die ich machen würde. Ich weiß auch, dass das Raglan hat mir am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht, aber auch YouTube-Videos einfach Raglan, wie geht das, eingeben. Und auch erstmal, das mache ich jetzt auch immer noch richtig gerne, auch bei meiner Mütze, die ich jetzt stricke, dass ich mir ein paar YouTube-Videos dazu angucke, um einfach das System zu verstehen. Auch wie da bei dem Raglan ist das, glaube ich, voll wichtig, wenn man das erste Mal macht. Dann versteht man das System und dann versteht man auch die Anleitung viel, viel besser. Eine Sache noch, ich habe hier mit dem ganz normalen Abketten, ich weiß nicht genau, wie das genau genannt wird, aber einfach, wo man so zwei Maschen strickt, eine weghebt, wieder eine Masche strickt, die nächste wieder weghebt. Und der Pulli ist 0,0 stretchy. Es ist nicht schlimm, weil das halt eh das untere Bündchen ist und ich da gut reinpasse. Und ich meine, immerhin kann es dann nicht ausleiern, I guess. Aber es ist halt überhaupt nicht flexibel und fühlt sich so ein bisschen fest an. Also ich würde irgendwie empfehlen, keinen Kreuzanschlag und keinen von diesem normalen einmal drüber heben, Abketten zu machen, sondern am liebsten als Abketten mache ich eigentlich, dass ich zwei Maschen rechts, ich glaube rechts verschränkt zusammenstricke und so abkette. Kann ich euch jeweils mal Videos dazu unten verlinken, weil das sind eigentlich so die einfachen, die trotzdem sehr flexibel sind und die ich gerne mag, so als Standardsachen. Und jetzt probiere ich mich, wie gesagt, an der italienischen Methode, die ich bisher noch ein bisschen schwer finde. Kommen wir zu dem Kleidungsstück, welches wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch davon überzeugt hat, auch mit dem Stricken zu beginnen oder ja, was auf eure Strickliste gewandert ist. Der Les Filles du Coeur, Cardi du Coeur. Les Filles du Coeur ist der Instagram-Account bzw. die Website und die haben den Cardi du Coeur genannt, da könnt ihr die Anleitung finden. Die Wolle, die ich verwendet habe, ist wieder von Drops. Das heißt, die sie in der Anleitung verwenden, ist eine andere. Ich finde die ebenso schön. Ich habe mich dafür sehr viele verschiedene Farben entschieden. Und ich kann euch die gerne mal alle auflisten. Das ist die Brushed Alpaca Silk von Drops. Und ich habe 12 verschiedene Farben gemacht. Also auch 12 verschiedene Knäule gekauft. Man braucht von jeder Farbe nur einen Knäuel. Bis auf Rosa. Bei mir ist Rosa einfach so noch so mit am meisten drin, einfach als eine neutrale Farbe, so zwischendurch mal. Und deswegen habe ich davon 2 Knäule gebraucht. Also insgesamt hatte ich sozusagen 13 Knäule und das hat für die Größe S wunderbar gereicht. Ich wette, es würde vielleicht sogar für die Größe, es gibt so 2 Größen, SM und LXL oder ich weiß nicht genau, also 2 größere Größen. Ich habe die kleinere gemacht. Würde wahrscheinlich auch reichen, weil ich hatte noch echt viel Wolle übrig. Der hat so Ballonärmel und ist sonst sehr, sehr einfach gestrickt, ohne irgendwie so ein, ohne Bündchen, ohne hier so ein seitliches. Deswegen rollt sich das hier auch so ein bisschen zusammen. Aber war trotzdem eine Herausforderung, weil das eben nicht so als ein Stück gestrickt wird, sondern so in verschiedenen Ebenen. Aber auf jeden Fall machbar. Ich glaube, das Nervigste an dem Ding ist halt einfach, dass man so oft die Farbe wechselt, dass man halt 3 Reihen strickt und dann muss man schon wieder die Farbe wechseln. Und das ist halt immer so ein kleiner Prozess, vor allem, weil man die Wolle wickeln muss. So, mit der Wolle, die in der Anleitung steht, muss man 4-fädig stricken. Da haben die auch ein Video dazu, wie die aufgewickelt haben. Aber für meinen Cardigan, weil die Wolle von Drops ein kleines bisschen dicker ist, habe ich das 3-fädig gestrickt. Finde ich persönlich super, weil der ist warm, aber jetzt auch nicht zu fett. Und so hat die Wolle gereicht und ich weiß nicht, sieht man das wie, also der ist so ein bisschen durchscheinend, aber eigentlich nicht wirklich, würde ich sagen. Das mag ich sehr gerne, aber 3-fädig muss man natürlich erstmal wickeln. Die Technik, die ich dafür gemacht habe, ist scheinbar komplizierter, als andere von euch mir dann geschickt haben. Aber ich erkläre es euch mal kurz. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich das Knäuel genommen habe. Knäuel. Das habe ich gewogen. Dann habe ich das Gewicht durch 3 geteilt. Und als allererstes 2/3 des Gewichts aufgewickelt, indem ich mir den einen Faden Anfang oder Ende, wie auch immer man es nennen will, von außen genommen habe. Es gibt hier immer irgendwo außen einen Anfang, den man hier so finden kann. Und dann
das Ende, beziehungsweise der Anfang, ist hier irgendwo in der Mitte. Das heißt, das habe ich mir rausgepuppelt, dann hatte ich Anfang und Ende und habe das auf der Hand einfach so gewickelt, die zwei Fäden, bis ich 2/3 des Gewichts weggenommen habe und dann das restliche Knäuel sozusagen nur noch ein Drittel gewogen hat. Und das wiederum habe ich dann zusammen mit dem, was ich schon zweifädig gewickelt hatte, nochmal genommen, zu dritt und dann dreifädig gewickelt. Das hat extrem viel Zeit gebraucht, vor allem, weil ich das ja für 13 Knäule machen musste. Aber it is what it is. Ich habe jetzt, irgendwer hat mir ein Reel geschickt, wie man dreifädig stricken kann, ohne dass man das so kompliziert machen kann. Ich habe es mir angeguckt, ich war verwirrt. Ich versuche ein Video dazu zu finden und euch das unten zu verlinken, damit ihr es einfacher machen könnt. Weiß ich nicht, inwieweit das einfacher ist, aber scheinbar habe ich mir da voll viel Arbeit gemacht, die ich mir nicht hätte Arbeit machen müssen. It is what it is. Garn bzw. der Wolle bin ich extrem zufrieden. Ich finde, beim Stricken hat er schon ein bisschen gefusselt. Manchmal, wenn man so eine Leggings anhat, hatte man da schon so ein paar Fusseln dran, aber der ist jetzt nicht so, dass der, sieht man das? Also der hat hier so ein bisschen Fluff, aber ist jetzt nicht so extrem. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass wenn ich den anziehe, dass ich überall so diese Fusseln verliere. Also ist eigentlich voll angenehm. Ich habe schon mal gehört, dass wenn der sehr fusselig ist, dass man halt den ausschütteln soll. Das merke ich jetzt gerade, wenn ich das mache, das funktioniert auf jeden Fall. Oder was halt auch hilft, dass man den wäscht, also einfach einlegt, wie ich nachher Blocken erkläre. Und dabei verfilzt einfach der Faden noch ein bisschen mehr, sodass der halt weniger dann von den kleinen Flusen verliert. Das kann auf jeden Fall helfen. Und ich finde auch, das ist ja Alpaka und der ist super weich. Also ich finde den sehr, sehr angenehm auf der Haut. Und ja, da bin ich auch sehr zufrieden. Wenn ihr mal das Gefühl habt, dass euer Faden nicht so weich ist, was ein bisschen unangenehm ist, dann hilft es auf jeden Fall, den mit Conditioner einzulegen. Also so lauwarmes Wasser und Conditioner rein. Und den da so 15 bis 20 Minuten liegen lassen. Das soll es auf jeden Fall etwas angenehmer zum Tragen machen. Aber ich lese auch immer bei dem Garn ein bisschen nach, welcher Garn eben angenehm auf der Haut ist, weil das ist mir auch wichtig. Ein paar Fragen, die ich bekommen habe zu Leuten, die dabei sind, den zu stricken, die ein bisschen verwirrt waren, wollte ich das ganz kurz erklären, weil ich war da auch verwirrt. Und zwar wird der Cardigan, also wie erkläre ich das jetzt am besten? Das ist sozusagen das Rückenteil, was ihr jetzt hier so in der Mitte seht, ist das, was als allererstes gestrickt wird. Das heißt, man nimmt hier Maschen auf, strickt die erste Farbe, meine war dieses Burgunderartige, und dann strickt man den Rücken so ein Stück runter, aber nur bis unter der Achsel. Und dann legt man die Maschen still. Schaut euch ein Video dazu an, wie man Maschen stilllegt, wenn man jetzt nicht dann neue Nadeln kauft und neue Nadeln für vorne nimmt. Einfach Maschen stilllegen mit einem extra Faden oder mit einem extra Kabel. Und dann nimmt man Maschen hier auf und strickt dann hier die Vorderseite weiter. Das heißt, hier unten ist man sozusagen fertig und legt die still und nimmt dann hier Maschen auf, um dann hier nach vorne weiter zu stricken. Das heißt, man muss erstens darauf achten, dass hier vorne glatt rechts und hier hinten in die richtige Richtung glatt rechts ist. Und man muss eben darauf achten, dass man, ich glaube, es sind 28 Maschen, hier aufnimmt. Dann sind hier diese Maschen ja frei sozusagen, weil das der Cardigan-Teil ist. Und dann nimmt man hier nochmal 28 Maschen auf. Man macht aber erst die erste Seite, dann die andere Seite. Und ja, das fand ich halt irgendwie erstmal verwirrend, wo das jetzt genau ist. Aber sobald man das dann weiß, sind das hier 28 Maschen, die hier aufgenommen werden und dann nach vorne runter gestrickt werden, bevor man dann dieselbe Menge an Maschen hier gestrickt hat wie hinten. Und dann sozusagen unter der Achsel verbindet man dann hinten und vorne und kann diese ganz langen Reihen hier unten nach unten stricken. Wenn ihr euch die Anleitung anschaut und durchlest, dann wisst ihr, was ich meine. Ich hatte nur einige Fragen bezüglich, wo man das hier oben ansetzt und wie man da Maschen aufnimmt. Wie man Maschen aufnimmt, um ehrlich zu sein, so ganz weiß ich das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das... Ja, weiß ich auch, um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, ich habe mir dazu ein Video angeschaut. Und zwar sticht man einfach mit einer Nadel hier durch die Maschen, die man sieht, dadurch und holt sich dann den Faden durch. Und dann hat man das sozusagen auf der Nadel liegen und dann macht man die Spitze wieder hier durch und holt sich den Faden durch.
um so eine Schlaufe zu machen, die dann auf der Nadel liegt. Und dann wieder und wieder. Und dann hat man die ganzen Maschen auf der Nadel und kann dann hier stricken. Aber wie gesagt, schaut euch dazu YouTube-Videos an. Bei so vielen Farbwechseln hat man natürlich sehr, sehr viele Fäden zu vernähen. Fäden vernähen bedeutet, jedes Mal, wenn man ja die Farbe ändert oder das Knäuel ändert, dann hat man halt einen Anfang und ein Ende, so ein kleines Stück Faden, was halt irgendwie innen rausguckt. Und das sieht hässlich aus und das kann natürlich auch bedeuten, dass das Strickstück irgendwie aufgeht und deswegen muss man das vernähen. Dazu könnt ihr euch auch wieder Videos auf YouTube anschauen, aber voll viele machen das mit einer Nähnadel und dann weben die sozusagen das Stück Faden hier drunter. Ich habe das aber anders gemacht. Also hier habe ich irgendwie dumm gearbeitet, ich weiß nicht, was ich hier getan habe, aber ich habe das mit einer Häkelnadel gemacht. Und zwar einfach mit der Häkelnadel hier durch und mir den Faden durchgeholt. Und ich finde, das hat richtig gut funktioniert, habe ich bei dem dann auch gemacht. Geht viel schneller, als wenn man das vernäht. Vor allem, weil man diese dicke Wolle auch erstmal auf so eine scheiß Nähnadel drauf in die Öse reinfummeln muss. Viel zu nervig. Also ich finde, mit der Häkelnadel funktioniert das mega gut, kann ich sehr empfehlen. Das als mein Top-Tipp. Ich habe das Gefühl, ich habe schon einen fusseligen Mund vom Ganzen erzählen. Aber wir haben noch dieses wunderschöne Strickstück. Mein Sweater Nummer 14 von My Favorite Things Knitwear mit rundem Halsausschnitt. Den habe ich jetzt ganz zuletzt erst fertiggestellt und ich liebe, liebe, liebe diesen Pullover. Ich habe den mit der Drops Air in der Farbe Natur 01 einfädig gestrickt. Und es ist ein traumhafter Pullover. Ich würde den immer wieder stricken in verschiedenen Farben. Auch vielleicht nochmal mit einer anderen Wolle, obwohl ich die Drops Air wirklich sehr angenehm und sehr schön finde. Eine sehr fluffige Wolle. Und man sieht aber trotzdem, der ist so ganz leicht durchscheinend, weil er eben nur einfädig gestrickt wurde und auch nicht noch mit einem kleinen Mini-Faden dazu. Was ich aber wunderbar finde. Ich wollte, dass der so leicht wird. Ich finde den Halsausschnitt extrem schön. Und dieser Pullover wird mit German Short Rows gestrickt, was ich zum allerersten Mal gelernt habe. Das sieht man im Rücken, dadurch werden irgendwie so die Schultern geformt. Und ich mag das sehr, sehr gerne, wie weit die hier so runterhängen und dann kommen erst die Arme dran und mag das Ding sehr, sehr gerne. Ich habe an der Anleitung etwas geändert und zwar habe ich die Ärmel, man sieht es ganz bisschen, weil ich es nicht ganz so hübsch gemacht habe, es fällt eigentlich nur auf, wenn man es weiß. Die Ärmel sind nämlich eigentlich, keine Ahnung wie viele Maschen, eine gewisse Menge an Maschen und die gehen bis nach unten durch. Das heißt, die Ärmel werden nicht schmaler, was ich sehr schön finde, aber ich wollte es minimal schmaler haben, damit die nicht so Fledermausärmelmäßig sind und deswegen habe ich hier 6 Maschen insgesamt abgenommen. Das heißt, ich persönlich, weil es mir erst eingefallen ist, als ich ungefähr hier war, habe einfach innerhalb von 3 Runden jeweils 2 Maschen abgenommen, also insgesamt 6. Und das sieht man auch, ich habe das innen gemacht, also unter der Achsel sozusagen, damit das nicht so auffällt. Und hier sieht man das so ein bisschen, ich weiß gerade gar nicht, ja doch, hier gehen die so alle zusammen. Und es ist nicht so schön, wie es hätte sein können. Also an eurer Stelle würde ich wahrscheinlich eher sozusagen hier irgendwo mir überlegen, wann ich anfange und dann innerhalb von 12 Runden 6 Maschen abnehmen oder innerhalb von 6 Runden 6 Maschen abnehmen oder irgendwie sowas und nicht wie ich erst ganz am Ende auf so kleinem Stück sehr viele Maschen abnehmen, weil dann ist es nicht ganz so gleichmäßig. Aber ich finde, also man sieht es nicht wirklich, wenn man es nicht weiß. Und dann habe ich sozusagen das ganze Stück hier mit den 6 weniger Maschen gestrickt. Es muss auf jeden Fall eine gerade Anzahl an Maschen sein. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es wird im Doppelripp gestrickt. Das heißt, man braucht eine gerade Anzahl an Maschen. Das ist super wichtig, aber ansonsten war das wirklich gar kein Problem, das so ein bisschen zu ändern. Da bin ich sowieso, ich weiß nicht, ich mache das halt einfach, weil das Schlimmste, was passiert ist, dass man das halt wieder aufmacht. Und dann strickt man es halt nochmal. Also, could be worse. Aber das kann ich auf jeden Fall für den Sweater Nummer 14 empfehlen, dass man das ein bisschen schmaler macht, damit es hier nicht so ein extrem langer Arm ist. Was ich auch immer mache, immer, ist, dass ich einen Gummifaden, ich habe so ganz dünnes Gummigarn, bei Amazon, glaube ich, bestellt. Und das webe ich hier in meine Ärmel und auch in meinen Halsausschnitt rein, damit das nicht ausleiern kann und das Gummi das so ein bisschen
zusammenzieht und zusammenhält. Dadurch liegt der auch so schön am Hals an. Und das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen, so einen Gummifaden zu kaufen. Das habe ich bei meinem anderen grauen Pulli auch gemacht. Und hier bei dem Cardi habe ich es auch an den Ärmeln gemacht und am Hals und unten am Bündchen, damit es halt nicht ausleiern kann. Auch bei dem Pulli kann ich wieder empfehlen, zu den German Short Rows, die man hier gemacht hat, dass man sich dazu erstmal ein YouTube-Video anguckt auf Deutsch, damit man das versteht, versteht, was das Prinzip dahinter ist und dann die Anleitung liest, mit wie vielen Maschen und so weiter die Short Rows gestrickt werden. Weil sobald man aber das Prinzip versteht, versteht man dann dieses ganze Gerede in der Anleitung viel, viel besser mit so und so viele Maschen bis dahin und dann umdrehen und so weiter. Das hat man durch das Video einfach visuell schon verstanden und kann dann die Anleitung viel, viel besser verfolgen. Ich habe euch das letzte Mal, als ich diesen Pullover geblockt habe, bei dem Prozess mitgenommen und wollte euch das gerne nochmal zeigen, weil Blocken ist eine Sache, die man theoretisch nach jedem fertigen Strickstück, nach jedem Strickprozess sozusagen macht, um den Faden, den Garn gleichmäßig werden zu lassen. Also oft beim Stricken ist es mal so, dass man so ein bisschen was verzogen hat und so weiter. Und das kann man durchs Blocken dann nochmal ein bisschen aufweichen und alles gleichmäßiger machen. Dann sieht das Strickstück einfach gleichmäßiger aus. Plus die meiste Wolle dehnt sich dann nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ob dehnen das Richtige ist, aber irgendwie wird die nochmal viel geschmeidiger. Und dann werden zum Beispiel die Ärmel erst in der richtigen Länge, wie sie sein sollen. Meine waren nämlich am Anfang viel zu kurz. Und ich wusste aber, dass sich der Garn noch ganz gut stretchen wird. Und Blocken ist auch so eine Sache, dass man das Strickstück dann auch nochmal auf die Länge dehnt, wie man sie haben will. Und vor allem eben in die Länge. Ich glaube, in die Breite ist wahrscheinlich auch möglich. Habe ich gar nicht so explizit versucht. Und versucht halt auch, die Linien ein bisschen gerade hinzukriegen. Seht ihr bei meinem Video, was ich gemacht habe dazu oder in dem Clip, der jetzt kommt, kann ich auf jeden Fall empfehlen zu tun. Auch das habe ich nur gelernt über YouTube-Videos, also schaut euch dazu auch gerne verschiedene YouTube-Videos an, guckt, was die da so machen. Es gibt da verschiedene Techniken und verschiedene Produkte, die man dazu haben und benutzen kann. Der Pulli ist fertig und so sieht er vor dem Blocken aus. Ich blocke immer in meiner Badewanne, dafür lasse ich da warmes Wasser reinlaufen oder nicht warmes, so lauwarmes würde ich sagen und gebe dann Conditioner rein, einfach so normalen Haarconditioner tatsächlich. Man kann auch Wollwaschmittel verwenden, aber am besten ist es tatsächlich, wenn man Wollwaschmittel hat, was nicht ausgewaschen werden muss, weil so normales Wollwaschmittel, was man in die Waschmaschine macht, wird ja in der Waschmaschine auch ausgewaschen, da gibt es ja dann in der Waschmaschine nochmal einen Spülvorgang und wenn man mit Hand wäscht, kann man das halt nicht so richtig rausspülen und rauswaschen aus dem Strickzeug, weil das ja, man müsste das ja dann so richtig ausspülen und dann drücken und das soll man halt alles nicht. Man muss das ja ganz delikat behandeln, das Strickstück. Und sobald ich da mein lauwarmes Wasser drin habe, den Conditioner verteilt hat oder eben, wie gesagt, dieses Wollwaschmittel. Das gibt es auch so zu kaufen, aber habe ich mir halt noch nicht besorgt, so Waschmittel, was man dann einfach nicht ausspülen muss. Lege ich den da ganz vorsichtig ein und lasse das so 15 bis 20 Minuten in diesem lauwarmen Wasser so ein bisschen einweichen, damit die Fasern eben ganz geschmeidig werden. Und dann rolle ich das in mehrere Handtücher. Das Ding ist wirklich klitschnass. Ich drücke das nur ganz vorsichtig in der Badewanne aus, ohne dass halt das irgendwie zu sehr gezogen wird. Und dann rollt man das so in mehreren Handtüchern auf, das Strickstück. Und ja, dann ist es halt weniger empfindlich, weil man es eben nicht ausdrückt, ausquetscht. Sondern ja, dass so das Wasser nur so rausdrückt, ohne dass das Strickstück dabei gezogen wird. Und dann auf trockenen Handtüchern bzw. meiner Badematte breite ich das dann aus und versuche das richtig schön glatt zu ziehen, die Ärmel glatt zu machen und messe auch nochmal die ganzen Maße, die ich haben will. Also was die Länge angeht, vor allem was die Ärmellänge angeht, dass die gleichmäßig lang sind, die Ärmel, messe ich nochmal nach, damit da alles passt und schaue, dass ich das halt in die richtige Länge stretche. Wie ihr seht, kann ich den Arm einfach so ein Stück schieben und der wird länger. Aber das muss man eben dann auch sehr vorsichtig machen. Zieh alles glatt, zieh auch die Ränder glatt an den Seiten, damit es eben schön gerade alles wird. Und dann sieht man hier das Ergebnis. Also die Ärmel sind echt um einiges länger geworden. Ihr seht, da waren die so kurz und auch generell der Pulli war viel kürzer und auch so ein bisschen unförmig. Und jetzt ist er viel slouchiger, die Ärmel sind perfekt und ich bin sehr zufrieden. Und das Blocken, ob man das nach jedem Waschgang wiederholt, also an sich soll man Strickstücke ja immer
auf dem Boden oder irgendwie glatt trocknen, niemals hängen trocknen, weil sich das dann aushängt. Und ich weiß nicht, ob man das halt jedes Mal blockt. Wahrscheinlich würde man nicht jedes Mal das so ziehen und stretchen, weil dann wird es ja immer größer. Aber auf jeden Fall halt glatt, auf einer glatten Fläche trocknen und vorsichtig behandeln und wirklich glatt lang trocknen lassen, damit es eben nicht ausleiert. Vermutlich muss man das nicht immer dann mit Conditioner einweichen. Um ehrlich zu sein, wasche ich aber meine Strickstücke auch einfach. Also ich habe noch keins der Dinge wieder gewaschen, obwohl ich den ja sogar schon, wann habe ich den gestrickt? Im März oder so gestrickt habe. Ich wasche halt einfach meine, also auch die gekauften Strickpullis von mir wasche ich halt sehr, sehr selten. Ich weiß, dass man solche Strickstücke auch in der Waschmaschine, im Wollwaschprogramm, in so einem Wollsack, nicht in einem Wollsack, in einem Wäschesack waschen kann. Habe ich noch nie probiert, weiß ich auch nicht, ob ich mich das jemals trauen werde. Vielleicht mache ich halt immer einfach Handwäsche. Aber ja, deswegen kann ich dazu noch nicht so viel sagen, wie sich das, auch wie sich die Wolle verändert, wenn man die mehrmals wäscht, weil ich versuche sie einfach so wenig wie möglich zu waschen. Ich lüfte die aus, das ist ja auch gute Wolle, die nicht synthetisch ist und dann irgendwie so Schweißgeruch beibehält. Deswegen muss man das eigentlich nicht so oft waschen. Und auch wenn ich mal Fleck machen würde, würde ich wahrscheinlich eher versuchen, den einzelnen rauszuwaschen und zu behandeln, als das ganze Ding zu waschen, weil das sollte man nicht so wenig wie möglich machen. Egal ob mit gekauften oder mit selbstgestrickten Sachen, um einfach die Haltbarkeit zu verlängern. Puff, das war irgendwie echt anstrengend, so viel zu quatschen. Ich weiß, ich habe mir gefühlt den Mund fusselig gequatscht und ich habe noch nicht mal über meine Strickprojekte, zukünftigen, wie nennt man das, meine Strickpläne geredet, aber das machen wir einfach im nächsten Sit-Down-Coffee-Chat-Knit-Podcast-Video. Ich habe jetzt hier auch Fusseln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, einige eurer Fragen wurden beantwortet und ihr könnt noch ein paar Details irgendwie zusätzlich erfahren zu den Strickstücken. Ich kann wirklich alle, die ich bisher gemacht habe, echt empfehlen und mag die voll gerne und trage sie auch echt oft. Also all diese drei Sachen trage ich, wenn das Wetter dafür ist, jede Woche. Und ich liebe sie wirklich gerne. Liebe sie sehr. Und ich hoffe, Stricken motiviert euch. Oder ich hoffe, das Video hat euch motiviert zum Stricken. Und ich finde es mega schön, mich da mit euch auszutauschen. Das macht so viel Spaß. Und dann würde ich sagen, danke ich euch, dass ihr bis zum Ende dabei wart und mein ganzes Gequassel ausgehalten habt. Ich hoffe, ihr habt dabei fleißig gestrickt vielleicht. Oder euch Motivation geholt zum Stricken. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder in einem weiteren Vlog. Oder vielleicht mache ich auch mal so ein Knit This Hut Mütze with Me. So ein Knit Together kind of Ding vielleicht. Hatte ich irgendwie gedacht, dass wenn ich diese Mütze hier gestrickt habe, ich will die nämlich noch ein zweites Mal in einer anderen Farbe stricken, dass wenn ich jetzt sozusagen hier meine ganzen aus meinen Fehlern lerne, dass ich, wenn ich die dann nochmal stricke, euch dabei mitnehme. Also wenn ihr darauf Lust habt, schreibt es super gerne mal und generell, was für Videowünsche ihr habt oder Fragen. Und dann hören wir uns ganz bald wieder in einem weiteren Vlog oder in einem anderen Video. Und bis dann, ihr Lieben!